Und jetzt kommt das Deutsche, mit dem ich mich jetzt auch wieder total authentisch selbst porträtiere. Und ihr könnt euch also überlegen, was davon irgendwie jetzt, wie heißt es, autobiografisch ist und was nicht. Und vielleicht findet sich auch jemand in diesem Porträt ja wieder. Wäre ganz witzig. Alkohol ist schlecht, hat einst mein Vater mich gelehrt, weil er dich deines Lebensglücks beraubt. Ich war damals 6 und passte noch im Stehen in seine Hausbar und habe es ihm schon damals nicht geglaubt. In der Schule stets geschummelt, in der Arbeitswelt gelogen, ich hab mir selber Liebe vorgemacht, aber keine Frau betrogen. Ich verbreite souverän den Eindruck von hohem Niveau, doch die Wahrheit ist, ich tue immer nur so. Ich tue immer nur so und wurde oft darin bestärkt, dass vorsätzliche Täuschung in der Masse meistens eh keiner merkt. Ich tue immer nur so, das tut mir nicht mal leid. Mit vorsätzlicher Täuschung kommt man doch in unserem Land ziemlich weit. Ah, ah, ah. Ich habe mich noch nie wirklich für Fußball interessiert und ich glaube, das war auch schon immer so. Auch für Diskussionen über Autos oder Biersorten am Stammtisch fehlte mir schon immer das Niveau. Und wenn dann die Gesprächsqualität auf Hüfthöhe herabsinkt, gehe ich so lange lieber mal aufs Klo. Aber leider bin ich auch nicht wirklich intellektuell. Die Wahrheit ist, ich tue immer nur so. Ich tue immer nur so und wurde oft darin bestärkt, dass vorgetäuschte Kompetenz die Masse meistens eh nicht bemerkt. Ich tue immer nur so und es tut mir nicht mal leid. Mit vorgetäuschter Kompetenz kommt man in unserem Land ziemlich weit. Ah, ah, ah. Weil ich sowas nicht kann. Die Ehrlichkeit, die man da braucht, das tue ich mir nicht an. Ich kann nicht mal Klavier spielen. Wer hätte das gedacht? In dem Klavier hockt Bodo Wartke, der die ganze Musik für mich macht. Ich tue immer nur so und wurde oft darin bestärkt, dass vorgetäuschte Kompetenz die Masse meistens eh nicht bemerkt. Ich tue immer nur so und es tut mir nicht mal leid. Mit vorgetäuschter Kompetenz kommt man in unserem Land ziemlich weit. Man tut nur immer so, das kann man auch nicht ändern. Das gleiche gilt für Frauen, sowas muss man heute gendern. Wir alle tun nur so, also mach kein Geheimnis draus. Wenn alle das so machen, dann siehst du am Ende ehrlich dabei aus. Ah, 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 ah. Vielen Dank. Dankeschön. Peter Fischer für euch!